und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mainzer Meinung. Das Thema der heutigen Sendung ist die Nürburgring-Affäre. Wir haben die Mainzer gefragt, was sie derzeit davon halten. Ich bin der Meinung, so ein Objekt, da haben wir mehrere die Hände drin und er ist der Sündenbock. Aber ich bin der Meinung, man soll das offen aufarbeiten und alles Rechenschaft ziehen, nicht nur den Kopf weg. Die rheinland-pfälzischen Politiker haben da ein sehr großes Problem. Man wurde halt falsch beraten. Ja, ich finde es ganz schön dämlich, was der Kurt gemacht hat und ich hoffe, dass er angemessene Schadensbegrenzung betreibt, damit alle Beteiligten irgendwo am Ende fein raus sind. Was bedeutet der Vertrauensbruch durch Kurt Beck für Sie? Also das ist menschlich. Ich schätze und ich habe vor ihm Hochachtung. Wieder einmal ein Beispiel, dass Politiker nicht in der Lage sind, Fehler einzugestehen und auch die entsprechenden Konsequenzen dann zu ziehen, sondern an der Macht festhalten, koste es, was es wolle. Er hat in den letzten 60 Jahren bewiesen, dass er ein guter Landesvater ist. Und ich meine, man müsste ihm die Chance geben, diese auszubügeln, aber dann auch diejenigen nennen, die dabei waren. Wie soll es Ihrer Meinung nach mit Kurt Beck weitergehen? Würden Sie ihn wieder wählen? Tja, wenn er gewählt wird, wenn das Volk für ihn stimmt, dann ist alles klar. Wenn nicht, dann wird er abgewählt. Demokratie. Auch wenn er die Arbeit weiter gut macht. Ich meine, es gibt immer eine Konkurrenz, jetzt die CDU mit der Frau Klöckner. Ich meine, wer die bessere Arbeit leistet, soll gewählt werden. Das zum heutigen Zeitpunkt nein. Aber er sollte das Ganze schon grad bügeln wieder. Hätten Sie sich beim Misstrauensantrag für oder gegen Kurt Beck entschieden? Auf jeden Fall gegen Kurt Beck, weil hier doch dafür gesorgt werden muss, dass Bürgerinnen und Bürger wieder Vertrauen in die Politik bekommen. Ich hätte den Misstrauensantrag abgelehnt, weil der zum falschen Zeitpunkt kam und auch in dieser Form nicht dem entspricht, was damit gemeint ist. Das ist eine heiße Kiste. Ein Misstrauensantrag kann man nur stellen, wenn man weiß, man gewinnt. Die Meinungen der Mainzer gehen bei diesem Thema auseinander. Einige stehen trotz der Vorwürfe weiterhin auf Kurt Becks Seite. Andere dagegen zweifeln nun an seiner Glaubwürdigkeit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei der Mainzer Meinung.